Das war eben die Webseite, die ich noch hatte, weil die Zelle vom FBI beschlagnahmt wurde. Ich habe das Gefühl, wenn man eine Schwachstelle entdeckt, wird sich nie ändern. Es bleibt immer ein Gefühl von Euphorie und Adrenalin. Einerseits hat das halt aufgezeigt, auch wie wirklich krass Überwachung ist und was alles überwacht wird. Irgendwie Schulen, die in den USA praktisch alle voll mit Überwachungskameras sind. Und in die Spitäler und so, wo man Intensivstationen filmt. Und dass man das mal aufzeigen kann und auch kann aufzeigen, dass es auch nicht mal sicher gemacht wird, wenn sie ja schon gemacht wird. Hackers have infiltrated thousands of internet-connected security cameras. A hacker activist group tells Tilly Cotman, part of a group of hackers. Police interrogation rooms. So, you know, the consequences that Ricotta could face. Security and a patient appearing to have a medical episode. In some cases, able to capture audio as well. Warum haben Sie das gemacht? Schlussendlich eben also aus aktivistischen Gründen und ja, weil das Daten sind, die öffentlich sein und die von öffentlichem Interesse sind. Was man ja gerade bei Verkada gut gesehen hat, daran, wie das aufgenommen wurde von den Medien, ist das sehr ein wichtiges Thema. Obwohl ihnen bewusst war, dass das illegal ist und dass sie dafür bestraft werden. Ich meine, das ist schlussendlich halt etwas, wo man bei Aktivismus immer eingeht. Es geht mehr darum, aufzuzeigen, was halt richtig ist und was falsch ist. Schlussendlich gibt es Sachen, die legal sind, die nicht irgendwie moralisch sind und Sachen, die illegal sind und die moralisch sind. Es ist nicht die Illusion, dass wir jetzt in die Immunsysteme verwunden haben. Was sicher hilft, ist, dass es halt auch gewisse Missstände aufzeigen kann. Und auch nicht nur irgendwie mit Behauptungen, sondern man kann es mit Beweis aufzeigen. Man kann aufzeigen, hey, das sind einfach Fakten.